herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge vom Bausimulator 2015 mit dem Ice Dragon und dem Bio, das bin ich. Und ich habe dich mal kurz übersprungen. Der Ice Dragon schwitzt schon an seinem Steuerpult, weil wir probieren hier ein Experiment. Und zwar kriegen wir 16 Stück Ware auf ein oder schaffen wir das nicht? Bis jetzt schaut es gut aus. Das nennt sich übrigens Paletten. Ah, Paletten. Und der Ice Dragon hat das erste schon geschafft. Das könnte eine ziemlich langweilige Folge werden. Auf gut Deutsch. Wie schnell ich will mit aufladen. Ich sollte echt hinten anfangen, weil ich glaube, desto weiter ich nach hinten komme, desto schwieriger wird's. Das kann sein. Ich würde aber auch erstmal die unteren erstmal machen und dann nach oben drauf stapeln. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste von dem Ganzen. Ja, liebe Leute von heute. Wir haben sind immer noch mit dem Bausimulator 2015 beschäftigt, sag ich mal. Auch wenn es alles andere als super gut läuft, das Spiel. Haben wir den Kampf noch nicht aufgegeben mit dem Bausimulator. Ich mach weg. Jo. Haben wir den Kampf noch nicht aufgegeben, wir haben ja Lust an dem Spiel, wir wollen es hier spielen. Weil wir auch wissen wollen, wie es weitergeht. Klappen hochmachen. Weil wir auch wissen wollen, wie es weitergeht. Gehst du mal da weg, bitte? Gehst du da weg hin? Du stehst der Klappe im Weg, danke. Und, du musst halt hier dicht wegen der Ladung befestigen. Und wir haben halt Lust, das Spiel weiterzuspielen. Wie gesagt, der Ice Dragon spielt es ja in der Solo-Kampagne alleine so für sich. Deswegen ist er ja auch schon Level 9. Ich bin immer noch Level 6. Ihr seht es ja oben rechts in der Ecke. Und zwar unter... Mach mal langsamer, chill mal. Der hebt diese Dinger da hoch. Und da seht ihr unter unserem Geld, was wir aktuell haben... den Rang. Darunter seht ihr ja den Baufortschritt, wie weit wir im Allgemeinen schon sind, und darunter dann die einzelnen Abschnitte. So, und wie ihr ja seht, bezahlen wir jetzt auch bald unsere erste Fixkosten. Das ja, hatten wir ja auch noch gleich, dann hast du gleich weniger Geld. Ja, das ist dann halt die Frage, wie wenig und was haben wir hier so an Fixkosten? Kannst du nachgucken? Nö, wir lassen uns überraschen. Okay. Naja. Was ist jetzt dazwischen? Ja. Jedenfalls, bis jetzt haben wir hier noch unseren Spaß. Also, da ist nur Platz. Da guckst du auch wegen oben, wegen den Ziegelsteinen, dass ich da nicht rankomme. Ja, das könnte schon. Nee, die ist da hier unten, die Palette. Also hier lernt ihr wirklich was fürs Leben. Ihr könnt euch das Leben so einfach machen. Bei dem Bausimulator 2015. Du sagst es. Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Ja, uns reicht, glaube ich, eine Baustelle. Naja, derzeit können wir ja sowieso noch nicht mehr machen. Ihr könnt halt, wenn ihr euch einen weiteren Vorarbeiter besorgen könnt, habt ihr die Möglichkeit, euch eine weitere Baustelle zu holen. Aber ganz ehrlich, für alleine, wenn ihr das wirklich alleine macht, die Baustellen, dann... monatliche Abrechnung 26.800. Also eigentlich machen wir jetzt hier mit dem Auftrag eigentlich gar nichts gut, außer dass wir unsere Fixkosten rausholen eigentlich, weil wir haben ja jetzt auch schon knapp 20.000 Euro ja auch schon bezahlt für den ganzen Einkauf, den wir hier haben. Also machen wir jetzt 20.000 und somit sieht es nicht aus, als ob wir uns irgendeinen Radlader kaufen können. Und ich weiß nicht, die Walze, die ist so langweilig, oder? Aber die Walze brauchen wir auch. Ja, wisst ihr, wir brauchen so viel. Ich brauchen wir alles, ich weiß. Das ist das Problem an der Sache. Ja, irgendwie kommt man bei dem Spiel eigentlich nur sehr schleppend voran, wo man dann bei dem Landwirtschaftssimulator ja eigentlich schon ziemlich schnell vorankommt. Nein, da kommst du nur schnell voran, wenn du Forstwirtschaft mit der Forstwirtschaft, genau, das wollte ich gerade sagen, aber Ice Dragon kann wieder mal hier, ne? Keine Geduld. Ja, richtig. Wie gesagt, mit der Forstwirtschaft kommt man beim Landwirtschaftssimulator ziemlich schnell voran.
Was man leider so mit den Feldern ja nicht machen kann, also nicht sagen kann. Obwohl wir eigentlich letztens jetzt in Asbach-uralter Folge haben wir dann wirklich radikal alles leer gekauft, verkauft von uns. Ladung sichern. Und da sind dann doch schon so doch ein paar Tausender sind zusammengekommen eigentlich mit unserer ganzen. Wir haben uns ja auch einen neuen Traktor dann gekauft. Genau, den wir noch nicht benutzt haben. Genau, das werden wir dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall nachholen. Ja. Weißen? Der Ice Dragon ist komplett in seinem Element. Er ist, ihr merkt das schon, von Ice Dragon kommt nicht ein Wort mehr. Ich bin konzentriert, ich muss hier das genau, ich will das möglichst genau auch aufstellen. So, und sichern bitte. Ja? Jedenfalls, wenn ihr uns noch nicht kennt, ja, wenn ihr uns, was denn jetzt? Du hast gesagt. Ja, wenn ihr uns noch nicht kennt hier, ich meine, vielleicht kommt ihr gerade kurz rein oder so, wir haben auf unserem Kanal noch andere Let's Plays von uns, also mit uns eher gesagt, nicht von uns, sondern mit uns. Und zwar spielen wir noch den Landwirtschaftssimulator 15 und... Nee, lass mal noch die Sicherung. Achso. Und Emergency 5, ja. Und da müsste jetzt zur Zeit der Aufnahme jetzt hier schon die zweite Staffel begonnen haben. Und zwar in Köln, das ist unsere neue. Die erste Staffel war in Berlin gewesen. Mit einem. Also, willst du Köln machen, ja? Ja, ich würde. Also Köln, ja, wieso? Na, ich würde erstmal Hamburg und München machen. Na, ich würde gerne die DLC mit erst zeigen, eigentlich. Ja, genau, die würde ich nämlich als letztes zeigen. Ach, die, naja, okay. Hast du weggemacht jetzt? Ja, hab ich. Gut, okay, dann vergesst alles, was wir gesagt haben. Wir testen, wir machen erst Hamburg oder München, so was langweilig. Und. Jedenfalls, wie gesagt, sollte jetzt schon die zweite Staffel dann online sein. Die erste Staffel, die war ja dann halt in Berlin, weil wir ja nun mal aus Berlin kommen, haben wir diese als erste gewählt. Und nach dem Großwald, nicht Großwaldbrand, sondern eher nach der großen Hitzewelle. Ja, Hitzewelle, genau. Hat kein Gedächtnis. Ne? Nein, das sind zu viele Infos. Jedenfalls, das könnt ihr dann euch bei uns auf unserem Kanal euch angucken. Und währenddessen findet ihr weitere Let's Checks, diese neueste Kategorie, die wir eingeführt haben. Also da testen wir Spiele, halt ein bisschen auf einem anderen Wege, wie hier GameStar oder 4Players oder wie sie alle heißen, sondern wir spielen diese Spiele eine Stunde lang. Je nachdem, was man da bei dem Spiel zeigen kann, sage ich mal. Oh, bei dem ersten hat es ganz gut funktioniert, mit dem Snowcat-Simulator. Was bei dem Feuerwerksimulator denn nicht der Fall war, da waren es nur 20 Minuten, weil man den halt nicht mehr zeigen konnte. Und jedenfalls habt ihr da gut mal die Möglichkeit, die erste Stunde auf jeden Fall euch mal anzugucken von dem ganzen Spiel. Da wird ja dann sowieso alles tutorialmäßig und so, was man also in dem Spiel machen kann und was nicht. Und da sind jetzt sollten dann weitere Teile jetzt demnächst folgen. Und ja, da könnt ihr mal reingucken. Wenn euch das gefällt, abonniert uns. Gebt Daumen hoch. Oder sonstiges, sag ich mal jetzt. Dann vorsichtig einfädeln. So, während der Zeit, wie ich jetzt hier gelabert habe, hat es dann der Ice Dragon geschafft. Wir sind jetzt auch schon bei der Hälfte der Folge angekommen. Also, spute dich mal. Ja, es ist gar nicht so einfach hier. Gerade jetzt die letzte, weil ich habe keine Lust dabei, die anderen runterzuschmeißen. Ja, jedenfalls, falls ihr auch Lust habt, mal mit uns hier beim Bausimulator mitzuspielen, bei dem verbackten Spiel, sage ich jetzt mal, ich meine bis jetzt, toi, okay. Hatten wir Glück gehabt, wir hatten bis jetzt keine größere Panne mehr hier bei dem Spiel. Und wenn man sagen muss, es ist immer noch die gleiche Session wie vor 2-3 Folgen, aber falls ihr Lust habt und das Spiel zufällig besitzt und ihr wollt nicht alleine zocken, dann schreibt's in den Kommentaren. Wir werden euch denn schnellstmöglich kontaktieren. Und wie gesagt, zurzeit, also wenn würden wir jetzt erstmal nur einen nehmen, sag ich mal, für den Bausimulator. Einen weiteren. Und da schreibt ihr einfach und wir melden uns dann bei euch. Was war denn das jetzt für Geld? Was Geld? Hier war gerade ein Geldgeräusch gewesen.
Ja, wie gesagt, falls ihr da Lust habt. Hast du eine Brieftasche gefunden vielleicht? Huiu. Falls ihr da Lust habt, denn. Aber ihr seht jetzt auch, es passen wirklich 16 Stück drauf. Aber höher geht nicht, ne? Ich weiß nicht, ich will es jetzt spontan gerade nicht ausprobieren, aber. Das macht der Eisdrücker immer, wenn er Langeweile hat, denn. Aber das ist jetzt die komplette. Nee, ich fahre es nicht bei Rot. Das Problem ist, dass ich jetzt hinter dir bin, ja. Und du kennst mich mit Abbremsen. Jetzt solltest du vor mir fahren. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Nein, wie gesagt, also falls ihr Lust habt, schreibt uns in den Kommentaren und dann schicken wir euch eine Einladung, denn und dann zocken wir mal zu dritt. Auf jeden Fall mit dem Bausimulator. Beim Landwirtschaftssimulator, ja, da kommen wir noch ziemlich gut zurecht. So, ja, zu zweit. Was ich vielleicht noch gerne machen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen, mal den Emergency 5 vielleicht doch nochmal zu dritt zocken? Das ist ja rot. Nein, nicht bremsen. Du kannst auch lenken, denk da rein. Ja, ja. Aber ich bin eh schon mit einer Verkreuzung. Ich will jetzt nur einen Unfall bauen mit der ganzen Ladung, die ich hinten drauf habe, weißt du? Jedenfalls, Wir haben jetzt das gesamte Baumaterial für die Baustelle jetzt dabei, ne? Okay. Und jetzt weiß ich, in welcher Reihenfolge wir jetzt abladen müssen, aber. Ja, werden wir ja sehen. Also wie gesagt, meldet euch, falls ihr Lust habt. Und das Spiel natürlich auch zufällig besitzt. Ihr braucht denn, wenn denn, noch Teamspeak, damit wir uns untereinander unterhalten können. Der fährt los. Ja, der ist vorbei. Teamspeak, damit wir uns unterhalten können, weil das ja sollte bremse, auch aufgenommen werden. Ja, ich bin bremse, weit hinter bremse, dir. Bremse. Ja, ich sag's lieber. Und krass. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht, ne? Außer Teamspeak? Nö, Teamspeak und das Spiel auf jeden Fall. Eine freundliche Stimme vielleicht noch, ja. Können ja mal eine Bewerbung machen. Ein frohes Wesen. Ja, und wirklich auch, was wir schon in der Folge davor mal angesprochen hatten, definitiv auch Lust an Simulationsspielen und jetzt hier nicht, sag mal, wie ein Chaot, der jetzt hier versucht, uns hier zu sabotieren, weil das macht dann auch keinen Sinn. Wo bist denn du? Ach, da. Hallo, ich bin hinter dir. Ich bin clever und fahr rückwärts rein. Oh, wir haben Synchro-Probleme. Mir sind die aufgefallen, die Baustellen. Wieso? Du kommst jetzt hier nur noch ganz abgehackt rüber. Mit der Fahrweise und auch mit der Stimme. Ja. Aha. Wir sollten die Aufnahme denn mal. Ja, und schon bist du umgeflogen. Das war's. Bist du noch da? Ich bin, im Spiel nicht mehr. Im Spiel nicht mehr. Also. Jetzt bist du auch wieder ganz klar wieder zu hören. Wieder ganz klar zu hören. Ah. Ich würde sagen. Wir beenden erstmal die Folge. Der SWG muss sich jetzt erst wieder neu einloggen hier bei uns. Der LKW Licht auf der Seite. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Leider nur kurze Folge. Wie es bis dahin weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, tschüss.